Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir mal über das Thema Ton und zwar nicht Ton aufnehmen, sondern Ton abhören. Das bedeutet kein Video zu Studiomonitoren, sondern eher zu HiFi-Lautsprechern bzw. zu einem HiFi-Verstärker. Warum ich dieses minimalistische Design von Argon Audio liebe, das werdet ihr jetzt hier erfahren, also viel Spaß. Disclaimer gleich vorab, dieses Video wird gesponsert von Argon Audio. Ich habe also für diesen Test des Lautsprechersystems dieses komplette Set zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn ihr euch gern dieses Set mal anschauen wollt und weitere Sachen von Argon Audio, schaut gerne auf die Webseite von ihnen. Ich habe sie unter dem Video verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut und euch Inspirationen abholt, wenn ihr euer Studio oder Wohnzimmer noch schick einrichten wollt. Typischerweise wird in Studios zum Abhören von Musik oder von Tönen und Klängen ein Nahfeldmonitor benutzt. Das tue ich selber auch. Ich habe aber die Lautsprecher von Argon Audio auch zusätzlich hier nochmal da, um die HiFi-Qualität von Videos und Beiträgen noch einmal extra abhören zu können. Weil es ist das eine, mit einem Nahfeldmonitor zu arbeiten, wo du quasi jede Frequenz hörst, die auch stören könnte und die komplette Bandbreite an Frequenzen quasi da ist. Und es ist das andere nochmal in HiFi-Qualität anzuhören, was wird denn wirklich übertragen im Sinne von, was wird durch die Kompression im Ton verschlungen, was wird verstärkt, was sollte vielleicht noch mit rein und was sollte weg. Und das finde ich ganz wichtig, gerade in der Postproduktion nochmal extra abzuhören. Und demzufolge habe ich hier für diesen Test mir auch ganz auf die Mühe gemacht, nochmal in dieses Set hineinzuhören und das möchte ich heute hier ein bisschen zum Besten geben. Die Höreindrücke sind natürlich sehr subjektiv, das muss ich gleich dazu sagen. Also alles, was ich sage, ist meine Meinung, mein Hörempfinden und das lässt sich auch sehr schwer über Lautsprecher hier in einem Videoformat rüberbringen. Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn, die Lautsprecher anzuspielen und die in diesem Video rüberzubringen. Das heißt, wenn du dir wirklich selbst einen Eindruck machen möchtest, wie sie klingen und wie sie aussehen, dann bestell sie dir am besten direkt nach Hause. Dann kannst du sie in Ruhe einhören und selber testen und dir einen Eindruck davon machen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass sie ein sehr großes Detailreichtum bieten, aber darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wir beginnen zuerst mit dem Verstärker. Der SA1 ist ein sehr minimalistischer Verstärker, wie du hier siehst neben mir. Den gibt es in weiß, aber auch in schwarz. Ich fand den in schwarz recht schick. Und er hat 2x40 Watt als Verstärker verbaut. Das heißt, du kannst recht ordentlich deine Lautsprecher befeuern. Wenn du mehr Leistung brauchst, brauchst du vielleicht aktive Lautsprecher. Für mich reicht es hier im Kontext von Standlautsprechern bzw. hier die Regallautsprecher völlig aus. Es ist mehr als genug an Leistung, also demzufolge für mich null Problemo. Der Verstärker hat an Anschlussmöglichkeiten auch eine ganze Menge zu bieten. Ich drehe das mal hier so um. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also wie ihr seht, könnt ihr analoge und digitale Eingänge benutzen. Also es gibt einen optischen Eingang für beispielsweise den Fernseher, die Soundbar oder die Playstation. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Telefon anzuschließen oder ein Tablet, wenn du Streaming sozusagen nutzen möchtest. Das kannst du per Bluetooth machen, das kannst du aber auch per USB machen. Hier gibt es die USB-Buchse hinten dran übrigens, die ist auch mit Stromversorgung, das heißt dein Telefon, Tablet oder was auch immer angeschlossen ist per USB wird dann auch gleichzeitig geladen. Du hast außerdem die Möglichkeit, hier noch einen Subwoofer anzuschließen. Da kommen wir auch nochmal gleich darauf. Du hast einen Line-In-Eingang, einen Phono-Eingang für alle, die gern von Platten abhören. Und natürlich die Anschlüsse für die Lautsprecher, die übrigens sehr hochwertig hier verarbeitet wurden. Ich selbst nutze den digitalen Eingang bzw. den Line-Eingang über meinen Preamp, den ich hier am Rechner habe. Das heißt, ich brauche gar nicht so viel Leistung zum Aufdrehen. Das ist für mich, wie gesagt, eher das Rückversichern, wie das Ganze in der Postproduktion klingt. Nichtsdestotrotz ist das Ganze für ein großes Wohnzimmer ausgelegt. Das heißt, du könntest hier auch ganz normale Standlautsprecher anschließen. Du kannst dir ein vollwertiges 2.1-System in deinem Wohnzimmer befeuern. Da musst du überhaupt keine Angst haben. Das klappt echt wunderbar. Sprechen wir gleich nochmal über das Design des Gerätes. Es gibt also hier vorne kein Display. Es ist alles minimalistisch gehalten, sehr schnörkellos. Es lenkt auch nichts vom Gerät sozusagen ab. Und ich finde das Ganze integriert sich wunderbar in die Optik meiner Wohnung bzw. meines Studios. Klar, man kann darüber streiten, jetzt könnte ja vorne noch ein Display verbaut sein, im Sinne von, du siehst dann die Parameter, die eingestellt wurden. Für mich jetzt weniger von Relevanz, weil ich sitze zum einen direkt davor und zum anderen weiß ich ja, was ich angewählt habe, im Sinne von Bluetooth oder hier die Rechnerverbindung. Laut, leise stelle ich hier vorne dann direkt ein oder über die Fernbedienung, die mitgeliefert wird. Und mehr brauche ich auch nicht zu wissen. Es soll gut klingen für meine Verhältnisse. Aber natürlich gibt es hier vorne, wie gesagt, die Einstellmöglichkeit für die Lautstärke. Zum Ein- und Ausschalten ist hier vorne nochmal ein Taster und neben dem Sensor für die Fernbedienung gibt es hier nochmal Status-LEDs, die dann anzeigen, dass das Gerät hochfährt
und dass es nach Bluetooth bzw. nach der richtigen Quelle sucht. Ich schalte das Gerät mal kurz ein. Und dann fährt es auch schon hoch, die LEDs leuchten. Und jetzt sucht es nach der Verbindung. Ich habe jetzt natürlich die Lautsprecher nicht angeschlossen hier für dieses Video. Er sucht jetzt quasi nach der Quelle bzw. nach der Bluetooth- oder USB-Verbindung, die hier vielleicht da sein sollte, im Sinne von, was ist denn angeschlossen, wovon soll ich denn hier bespielen. Zu diesem Gerät gibt es natürlich, wie ich gerade eben sagte, auch die Fernbedienung. Die sieht so aus. Die erinnert mich ein bisschen an die alten iPhone-Fernbedienungen. Also hier oben gerade auch dieses Steuerrad, das sieht ein bisschen aus wie die alte iPhone-Fernbedienung beziehungsweise die alte Fernbedienung, die es früher auch zum Mac gab oder zum MacBook. Finde ich auch sehr schick gelungen, sehr, sehr schön. Du kannst hier quasi Phono auswählen, du kannst AUX ansteuern beziehungsweise diesen analogen Eingang, Bluetooth, D1 und D2 für die anderen zwei Eingänge. Das heißt also, alle vier Eingänge kannst du direkt ansteuern. Das sind zwei digitale und zwei analoge Eingänge für jeweils die Eingänge. Hat der Verstärker auch eigene Verstärker, das heißt, dass die Möglichkeit ist, quasi getrennt voneinander anzusteuern und hast auch keine Leistungseinbußen. Und minimalistisch, wie das Design eben ist, kannst du hier das Pairing auswählen für das Bluetooth. Ich zeige es nochmal eben. Du kannst ja auch die Lautstärke einstellen und ein- und ausschalten. Und mehr, okay, muten kannst du es auch noch, sorry, will ich nicht unterschlagen, muten kannst du es auch noch. Aber mehr braucht es dann im Moment auch nicht, weil das Gerät ist minimalistisch und soll natürlich auch so schnörkellos wie möglich daherkommen. Du kannst die Lautsprecher nicht einmessen über das Gerät und du kannst auch keine weiteren Lautsprecher anschließen. Also du bist ja an ein 2.0 oder 2.1 System gebunden. Das musst du gleich im Vorfeld wissen. Das heißt, für alle Audiophilen unter euch ist das, denke ich, völlig normal, kein 7.1 System aufzubauen. Für alle Kinofans, die quasi Surround Sound erwarten, für die ist das Gerät, denke ich, eher nichts. Weiter geht es mit den Lautsprechern. Ich habe mir jetzt mal hier einen von hinten vorgeholt. Und zwar sehen wir zum einen, dass der auch in Schwarz gefertigt wurde. Auch diesen habe ich gleich in Schwarz ausgewählt, weil er perfekt zu dem Gerät passt. Und das ist nicht irgendeine Frontbespannung, sondern die ist magnetisch. Und endlich habe ich auch mal ein Lautsprecherpaar, was quasi keine hässlichen Füße hat, die so reinbohren in die Front, sondern du kannst das Ganze sozusagen hier komplett magnetisch abnehmen und du hast nichts davon übrig. Also du hast hier vorne keine Einschlüsse, wo das Gitter vorne sozusagen dran haftet, sondern das Ganze ist magnetisch und es sieht auch ohne Abdeckung wirklich sehr gut aus. Ich finde, es sieht sogar ohne Abdeckung ein bisschen besser aus. An Lautsprechermöglichkeiten hast du hier oben den Hochtöner, der ist ca. 1 Zoll groß und du hast hier unten einen ca. 5,25 Zoll großen tiefen Mitteltöner. Der hat einen sehr tiefen Hub, das heißt, tiefe Frequenzen kann der Lautsprecher durchaus gut abbilden. Also lasst euch mal von der Größe nicht täuschen, da wurde wirklich sehr viel Ingenieurskunst hier angewandt. Die Teile bringen wirklich einen sehr guten Klang rüber, sehr detailreich, auch sehr bassreich, muss ich sagen. Der Lautsprecher wiegt ca. 7 Kilogramm, ist also auch kein Leichtgewicht, lässt sich aber dennoch, wenn du denn möchtest, auch an der Wand befestigen. Da gibt es auch hinten dann eine Aufhängung. Ich kann das nochmal zeigen. Da gibt es hier die Aufhängung. Hier ist das Bassreflexrohr und hier unten sind dann die Anschlüsse. Und wem das Ganze im Frequenzgang nicht reicht, der kann sich dann auch noch die Subwoofer anschauen in der Reihe. Und zwar habe ich hier einmal einen von Argon Audio auch mit dabei. Hier wieder vorne mit der schönen Frontbespannung. Die ist leider nicht magnetisch. Genau. Und hier seht ihr dann einen ca. 20 cm großen tiefen Subwoofer. Den ich, muss ich gleich dazu sagen, nur bei Bedarf ansteuere. Also ich muss nicht bei jedem Sound, bei jedem Film, bei jeder Musik den Subwoofer benutzen. Ich bin da ein Fan von ja, purem Klang, aber der ist natürlich auch richtig gut und er rundet das Paket nach unten natürlich deutlich ab. Das heißt, alle Frequenzen, die unter 100 Hertz sind, werden hier ideal auch wiedergegeben. Die Bassreflexöffnung ist nach unten. Denkt also beim Kauf an eure Nachbarn oder Untermieter, was das angeht. Da müsstet ihr bei der Aufstellung ein bisschen drauf achten. Und auch hier, der Subwoofer lässt sich über den Verstärker nicht einmessen. Auch das müsstet ihr sozusagen mit extra Geräten tun. Ich will euch aber auch noch die Anschlussmöglichkeiten hier zeigen. Und zwar könnt ihr den Subwoofer komplett in euer Audiosystem integrieren. Also ihr müsst da nicht zwingend den Verstärker von Argon Audio benutzen. Man kann den Subwoofer auch in ein bestehendes Surround-System einpflegen, das ist kein Problem. Man kann ihn quasi durchschleifen oder man kann ihn direkt in den Subwoofer-Ausgang anschließen. Und hier oben gibt es die Möglichkeiten zum Einstellen der Übergangsfrequenz, der Phase und. Also da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten, diesen Subwoofer mit in ein System zu integrieren, wenn ihr jetzt kein Argon Audio-System habt. Ich selber habe ihn mit dazu gewählt, einfach um
alle Frequenzen nach unten komplett abzudecken, sodass ich quasi von den Höhen bis zu den Tiefen alles dabei habe. Ich brauche es nicht immer so basslastig, aber für manche Sachen ist es schon ganz nett, gerade auch im HiFi-Bereich, um vielleicht nochmal zu hören, wie werden die tiefen Frequenzen hier wiedergegeben. Wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme getätigt habe, hatte den Low-Cut-Filter drin und es hat vielleicht doch nicht so ganz funktioniert, dann kann ich hier nochmal hören, ob irgendwo was rumpelt oder ob das alles passt. Rundum muss ich sagen, ist ein sehr durchdachtes Konzept. Es macht ultra viel Spaß, damit Musik zu hören, aber auch in meinem Fall Produktionen nochmal abzuhören, gerade beim Mischen und beim Mastering, einfach nochmal um zu hören, wie klingt das Ganze im guten HiFi-Bereich, ohne dass ich meine Kopfhörer benutze. Und dementsprechend für mich ist es eine wunderbare Ergänzung in meinem Workflow. Ersetzt natürlich nicht die Nahfeldmonitore, keine Frage, aber im HiFi-Bereich ist das schon echt gut, was hier Argon Audio auf die Beine gestellt hat. Und ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt sie mir gerne unter diesem Video. Mich würde interessieren, ob ihr die Marke überhaupt kennt und wenn ja, was ihr euch von ihnen vielleicht schon mal angeschaut habt. Also seid ihr auch HiFi-Fans im Sinne von, ich höre gerne 2.0 oder 2.1 System oder braucht ihr das volle Surround-Sound-Spektrum? Das würde mich echt sehr interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare in diesem Video und dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!